Gesundheit. Geht's? Ja, ja. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute zu Besuch bei den Wolf Trails, Bikepark Friedewald. Und checken hier mal die Trails aus. Auf dem Enduro-Bike unterwegs. Tobi ist auch am Start. Und wir schauen, was es so gibt. Let's go. Von hier aus geht's dann gleich direkt weiter zum Riders Day vom Riders Store bzw. Weberwerke. Motocross fahren. Drei verschiedene Klassen, drei Trainingssessions und dann am Ende pro Klasse ein Rennen. Hätte ich Bock drauf, aber erstmal wärmen wir uns hier ein bisschen auf. Jetzt Gas, 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 Gas. Zu kurz. Boah. Boah, wohin mit dir? So, wir fahren auf die Enduro-Line. Steinfeld am Anfang. Noch eins. So, hier kommt ein Drop anscheinend. Und das war's. Du fährst vor, ne? Du fährst vor, aber du musst blinken. Blinken nicht vergessen. So, hier gab's noch eine andere Abzweigung auf der Enduro als eben. Überall sind ein paar kleine Steinfelder drin. Bisschen länger als der andere. So, und um zu trainieren, gibt es da noch eine Uphill, wo man das Ganze wieder hochfahren kann. Frankreich, Tour de France. Krass. Okay, let's go. Oh ja, ja. Mega. Ich glaube, du fährst dann doch nicht vor. Scheiße. So. Das sind noch schöne Timelapse vom Uphill, ne? Boah. Ja. So, das war's aus dem Bikepark Friedewald. Hat mega Spaß gemacht, war gut anstrengend. Und jetzt lassen wir es uns ein bisschen gut gehen, bevor es morgen zum Riders Day geht. Brauchen wir ein bisschen Erholung. Und jetzt geht's hier ins Prinz von Hessen Schloss Hotel in Friedewald. Bin gespannt, was das hier gibt. Wird, glaube ich, ganz cool. Hi. Hm? 90. Ja. So, jetzt ist natürlich wichtig, dass das hier noch alles ordentlich funktioniert. Das sieht sehr gut aus. Perfekt, danke schön. Vater, ja. Weißt du, dass die nach Mannau und jetzt mal die Weinverbindung bauen?
Riders Day auf der Strecke des MSC Meckbach. Gerade schon eine kleine Runde gefahren, 13 Runden einmal die Strecke getestet. Stellen wir sie noch ein bisschen rutschig, aber das fällt jetzt, glaube ich, trocken. Wir haben jetzt insgesamt eine Trainingssession hatten wir schon, haben noch zwei weitere und dann machen wir am Ende ein kleines Rennen. Tobi hat sich leider schon seine Auspuffbirne zerschossen, das habe ich jetzt leider nicht auf Kamera. Der ist einfach so richtig blöd in einen Abhang runtergefallen und links in die Wand rein. Ich zeige euch das gerade mal. Hör mal. Schon wieder alles gegeben. Das sieht nicht gut aus. Was machst du jetzt? Basti ist Karre fahren oder nee, Birne wechseln. Basti's Birne nehmen. Basti's Birne. Birne. So alte Butterbirne. Einfach um die zu richten. So, gerade zweite Trainingssession gefahren, allerdings die ganze Zeit auf linear gefilmt. Das heißt, man sieht einfach nur nicht mal meinen ganzen Lenker und den Boden. Jetzt hoffe ich, dass die Einstellung stimmt und wir das dritte und letzte Training, beziehungsweise auch schon Quali, also Aufstellung, quasi Quali für Startaufstellung, werden die Zeiten genommen. Und ja, gucken wir mal, wie das geht. Ich glaube, Starterklasse ist am Anfang auf jeden Fall noch das Richtige für mich. So, dritte Trainingssession ist durch. Ich habe meine Rundenzeiten tatsächlich noch nicht kontrolliert, weil ich hier absolut keinen Internetempfang habe. Müssen wir gleich mal gucken, aber mein Hinterreifen ist absolut am Ende. Der ist komplett hinüber. Jetzt trinken wir mal Zeit für 9. Heute wird es natürlich nichts mehr. So, ich weiß weder meine Startposition bzw. meine Qualifikationsposition, noch weiß ich, was eine gute Startposition überhaupt auf dem einem Startgatter quasi ist. Und auch noch nie einen einzigen Start wirklich geübt. Also ich bin gleich echt gespannt, was das gibt, gerade am Start, wo man sich da überhaupt einordnen kann. Aber das sehen wir dann ja gleich. So, Bodyplatz ist Platz 16. Wir haben jetzt eine Einführungsrunde, dann geht's an den Start. Und dann bin ich gespannt, wie ich da rauskomme. Mein größtes Problem wird auf jeden Fall, meinen Pace zu halten auf 15 Minuten plus eine Runde. Ja. Das ist bei mir immer, dass die Arme so schnell durchmachen, dass ich ja langsamer werden muss. Also ich meinte rechts von der Mitte, aber da ist jetzt schon recht dicht. Ich habe keine Ahnung, ne? Ich halte mich jetzt einfach mal hier ein. Thank you.
das war mein erstes Motocross-Rennen überhaupt. War auf jeden Fall spannend, also gerade der Start, noch nie, wie gesagt, gemacht. War was komplett Neues. Ich glaube, ich bin sogar recht gut weggekommen vom Start, da wurde es natürlich ein bisschen eng. Aber auch die erste Runde war richtig gut. Ich habe eigentlich nur Leute überholen können. War dann, glaube ich, am Ende der ersten Runde sogar auf Platz 8. Aber dann musste ich mich leider immer weiter zurückfallen lassen. Bei mir ist wie ich das Problem, dass ich einfach meinen Pace nicht halten kann. Ab und zu ist dann zwar mal ein bisschen die Technik da, aber anscheinend nicht gut genug, beziehungsweise nicht genug Technik, um mich lange genug auf dem Motorrad zu halten. Gerade was so Beine klemmen und so angeht. Hat auch trotzdem mega Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht meine Endplatzierung, muss ich gleich nochmal nachgucken. Wie gesagt, ich habe ja gar keinen Empfang. Wo ich jetzt im Endeffekt gelandet bin, ich denke irgendwo im Mittelfeld. Weil mich dann doch noch der ein oder andere eingeholt hat, dann ist mir auch noch einmal der Motor ausgegangen, dann habe ich auch noch mal 2 Leute eingecashed, aber naja, allererstes Mal überhaupt ein Rennen gefahren, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, habe eigentlich echt Bock auf mehr, wäre echt geil, wenn ich irgendwie schaffen würde, einfach meinen Pace zu halten und mal gucken, wo man dann rauskommt, so wäre eigentlich mal ganz interessant, aber ja, einfach mehr Stunden auf der Karre verbringen. Ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen, hier kurz Bikepark Friedewald und erstes Motocross-Rennen hier beim Riders Day. Außerdem gibt's die neuen Smiley-Shirts jetzt im Shop, falls ihr es noch nicht gesehen habt, checkt's ab. Ich glaube, nachdem man das Video hier rauskommt, sind noch alle Größen da. Und ja, in diesem Sinne, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, Ideen habt oder was ich vielleicht nochmal an Rennen oder Ähnliches mitfahren soll, schreibt es in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen. Peace. I told him I wanna bless God. What's that mean? What's that mean? What's that mean, huh? What's that mean? What's that mean? What's that mean, huh? What's that mean? What's that mean?